Boom, bap, boom, bada, boom, bap, 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 du, Servus, Freunde, und herzlich willkommen back zum dritten und letzten Part des famosen Screencast Nutzenkompass. Oh, heiligst Brettle. Was erwartet euch jetzt? Wir beginnen die Party mit einer freshen Demokratieaktion. Danach, wie der Untertitel verrät, verwenden wir den Nutzenkompass konkret in einem Best-Practice-Beispiel. Best-Practice-Beispiel. Halleluja. Oh, Wahnsinn. Und wenn es mir nicht nur allein die Stimme verschlagen würde. Es ist noch lang nicht das Ende unserer Fahnenstange. Zur Sales-Wonne, Jiggy Jiggy, Vertriebssonne, könnt ihr zum legendären Abschluss den Nutzenkompass einmal selbst virtuell verwenden. Boom! Partyheads, ich hopf, euer Herzlein hüpft über. Wir machen uns jetzt noch einen richtig geilen dritten Part. Let's go! So geht das ab, so läuft das hier. Hä, Freunde, keine Zeit für Langeweile. Wir sterben nur einmal, also. Die nächste Demokratieaktion ist am Start. Ihr wisst, wie es geht. Checkt da einfach die eingeblendete URL und streichelt, als sei es der Abschlussball. Viel Spaß, Freunde. Boah, was hatten die Folie hier verloren? Ach ja, das ist die Auflösung. Das ist die Auflösung der vorherigen Demokratieaktion. Hier seht ihr den aktuellen Chart von General Electric eingeblendet und könnt euch selbst vom Ergebnis überzeugen. Easy. Haben wir uns überzeugt? Wir sind alle zutiefst beeindruckt. Ne? Da ging's los. Näheres zu diesem Fall werde ich euch gleich noch erzählen. Ja, bis gleich. Ja, wie ist nun der Nutzenkompass in die smarte Customization einzubringen, sodass die gezielte Werterschließung samt ihrer Marktrelevanz auch praktisch erfolgt? Hierzu stelle ich euch den vorhin schon angesprochenen Triebwerkhersteller General Electric Aviation genauer vor. Schon 2011, als einer der ersten Maschinenbauer weltweit, stattete GE seine Turbinen mit Smartheitsgraden aus. Weltweit einer der ersten Maschinenbauer, der sich das smarte Potenzial zunutze machte. Es handelte sich dabei konkret um den Smartheitsgrad der Optimierung. Nun war es nicht so, dass GE damals schon Herrn Dr. Schwabs Ökonomieintelligenzen vorlagen. GE handelte intuitiv richtig, wie uns der aktuelle Chart eben schon bewies. Wenn wir aber folgendes Fragenmuster des Nutzenkompass auf GEs smartes Vorhaben theoretisch anlegen, rekapitulieren, sehen wir, wie man die Aufrüstung auch systematisch durchführen hätte können. Ich zeige euch folgend jenes Fragenmuster. Je Stelle gibt es eine entscheidende Frage. Und die rasseln wir jetzt mal runter. Die erste Frage im Muster der Verwendung des Nutzenkompass lautet folgend. Zweitens, ganz wichtig, ganz wichtig, es
Ihr glaubt's nicht, es ist unglaublich, was das für eine krasse Tragweite hat. Das ist einfach der Wahnsinn. Weiter geht's mit drittens. Viertens. Jetzt kommen die Nutzenbereiche zum Einsatz. Und fünftens. Ja. Als sechstes im Muster ziehen wir dann nur noch das Fazit und können in unserer smarten Customization Vollgas geben. Yay! Wir haben die Fragen ganz easy gerockt und folgende Antworten erarbeitet. Checkt's aus. Die erste Frage. Und uns fiel dazu ein, ja, die Fähigkeiten des Smartheitsgrads Überwachung, Steuerung, Optimierung und Automatisierung. Die damit verbundenen Fähigkeiten sind dem Produkt der Turbine technisch möglich. Cool. Was fanden wir für die zweite Frage? Ja, dass eben unsere Kunden, ich sag mal, als Hauptbedürfnis die Verhinderung von Betriebsausfällen haben. Ja. Ich habe nochmal bei den Kunden angerufen, die haben mir das bestätigt. Exzellent. Drittens. Wir fragen uns, aha, wenn man nun mit diesen Fähigkeiten jenes Bedürfnis erfüllt, was resultieren daraus für Leistungen? Jo. Genau die. Das sind jetzt die Leistungen, ne? Das sind die Leistungen. So, als nächstes haben wir uns gefragt, in welchen Nutzenbereichen liegen diese Bedürfnisse? Also die Bedürfnisse bzw. das Bedürfnis aus zweitens. Welchen Nutzentyp ist dieses zuzuordnen? Ja, easy, klar, der Mitarbeiter. Gut, wie sieht das aber mit den Leistungen aus? Die haben wir folgenden Nutzentypen zugeordnet. Dem Nutzentyp der Anwendung, der Mitarbeit, Service und Erlebnis. Easy, oder? Was sagt uns das? Und als nächstes werden wir das Fazit ziehen. Also, meine Freunde, kommen wir zuerstens. Was den aktuellen Stand der Nutzen betrifft, erfährt der Kunde bereits Mitarbeit durch entsprechende Instrumente. Die Wertschöpfung dieses Nutzens ist freilich mit der verbesserten Technik des Smartheitsgrads Überwachung sowie dem erweiterten Funktionsumfang wesentlich steigerbar. Ja. Zweitens. Anhand des Vergleichs von viertens zu fünftens erkennen wir, dass noch drei weitere Nutzentypen für unseren Kunden effektiv erschließbar sind. Jo, kommen wir zu drittens. Lecker. Oh, saftig. Oder mit anderen Worten,
Die vollautomatisierte Fluggesellschaft stiftet unserem Kunden keinen Nutzen. Ja. Und das Wichtigste dürfen wir natürlich nicht vergessen. Viertens. Und genau dies, meine Freunde, genau dies ist eben das Perfekte an unserer Customization. Zum einen haben wir ausschließlich marktrelevante Produktfähigkeiten ausgewählt und zum anderen haben wir unserem Kunden drei neue Werte erschlossen. USP, USP, USP. Sehr geil, Freunde. So weit, so gut. Ja, mich kommt irgendwie so ein bisschen, ja, mich überkommt irgendwie die Rührseligkeit. Ich bin gerade sehr stark ergriffen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, in aller Freundschaft noch eine ganz heiße Empfehlung meinerseits. Es ist der Hotspot im Sales. Es ist die Zielgruppe Smarter Vertrieb. Hier supported bei meinem Homie Max. Genau. So sieht das aus. Das ist das Logo der Gruppe. Checkt da, macht da mit, sagt da Hallo. Wir würden uns riesig freuen. Ich weiß, ihr werdet mich vermissen. Ihr werdet mich ganz dolle vermissen. Oh, ich habe auch ein schlechtes Gewissen, echt. Ich habe einen Appell an euch, ja? So, und damit könnt ihr mein Gewissen ein bisschen besänftigen. Erzielt mit eurer Customization exzellente Kundennähe. Das war's soweit für den Screencast des Nutzenkompass, was die Theorie betrifft. Und der Wahnsinn überhaupt, ne? Das ist unglaublich. Der kommt jetzt im Anschluss. Nämlich für alle Partyheads, die sich sagen, damn, der Nutzenkompass, so ein geiles New Age Tool, hat mir mega gefallen, aber ich will das Ding auch mal ausprobieren. Für all die Leute, die das Ding mal ausprobieren wollen, für die haben wir eine virtuelle Session eingerichtet. Und alles weitere checkt ihr auf der nächsten Folie. Also, Freunde, selbe Stelle, selbe Welle, gelle. Bo, 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 Freunde, und schon geht's los. Ich habe eher manchmal das Gefühl, ich saß zu lange auf dem Rummel. Aber ich weiß nicht, das kommt irgendwie so. Das kommt irgendwie so über mich. Vielleicht haben mich echt mal meine Eltern auf dem Rummel vergessen oder so. Ich weiß es nicht. Ich krieg gerade ein echt schlechtes Gewissen. Und nicht nur, weil ich euch verlassen werde. Ich habe auch so eine besondere Affinität zu Rummeln. Vielleicht erklärt das einiges. Das ist gerade für mich so ein ganz schrecklicher Moment, ey. Ist schön, dass ihr daran teilhabt. Klasse. Also, ihr seht, eine Demokratieaktion steht an. Fresh, fresh. Dabei handelt es sich nämlich um die virtuelle Session des Nutzenkompass. Exakt. So, wie das so alles abläuft, URL checken, bla bla, ist euch ja klar. Nur diesmal gibt es einen kleinen Unterschied bei dieser Aktion. Er streckt sich nämlich über mehrere Etappen. Naja, seht, mehrere Etappen. Das heißt, mehrere Fragen werden hintereinander abfolgen. Innerhalb einer Aktion. So, das wird auch
wie so dieser virtuelle Anwendungsfall, diese virtuelle Verwendung sich gestaltet. Das wird auch weitestgehend eigentlich ja, genannt. Kurz und schmerzlos. Ich möchte aber ein bisschen Background zu geben. So, ich will da ein bisschen was zu beschreiben. Ich will euch da ein bisschen was zu erzählen. Ich will euch auch ein paar Hilfestellungen geben. So, ich meine, gut, die muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber ich finde es einfach charmant damit. So, von daher wird es hiernach noch eine letzte Folie geben, eine weitere und letzte Folie geben, auf der ihr diesen Anwendungsfall samt kleine Hilfestellungen von mir beschrieben bekommt. Also, bis gleich, Freunde. Joey, Freunde, ich bin ganz aufgeregt. Echt, ich zitter. Das ist der Wahnsinn. Gut, Smart Attacker steht da. Ich will euch nicht großartig volllabern. Ich schätze mal, ihr habt eh schon Pester offen und seid schon mittendrin. Von daher komme ich so schnell wie es geht zu den Hilfestellungen. Lesen könnt ihr, haben wir auch schon festgehalten. Was machen wir da eigentlich in dieser virtuellen Session? Was ist da eigentlich dieser Anwendungsfall? Was passiert im Kopf? Das will ich kurz klären. Die Leitfrage bei der ganzen Action, die lautet folgend: Mit welchen Fähigkeiten müssen wir den smarten Tacker in unserer Customization ausstatten, sodass er unseren Kunden maximalen Nutzen stiftet? Das ist die Leitfrage. Darum dreht sich das Köpfchen. So, dann haben wir klar. Die erste Frage, die geht, ne? Wir nehmen uns dieses Muster aus dem aus dem Nutzenkompass, so wie wir es schon am GE-Beispiel praktizierten und geben Vollgas. Wenn es hier um diese Fähigkeiten für einen smarten Tacker geht, so da kann ich euch zwei Hilfestellungen zugeben. Entweder ihr zieht euch eine Star Trek-Folge rein und flasht einfach los, oder ihr checkt nochmal die Passage, in der es um Porter Smartheitsgrade geht. Da lauscht dann nochmal genau hin und dann werdet ihr etliche Inspirationen zu dieser Frage finden. Wie geht's weiter? Genau, es geht mit den Bedürfnissen weiter. Für wen es da zu viele humanistische Überschneidungen gibt, wir können auf den technischen Kontext zurückgreifen und da finden wir das Synonym Aufgabe. Aber werdet auch nicht zu technisch, denn wenn es beispielsweise um Ordnung am Arbeitsplatz als ein, ja, als ein Anliegen, sage ich mal, unseres Kunden geht, da habt ihr das Ganze schon, wie soll ich mal sagen, weitreichender definiert. Gut, kommen wir zum nächsten. Kommen wir zu der Frage mit den Leistungen. Welche Leistungen erbringen diese Fähigkeiten? Bevor ihr euch irgendwann, vielleicht macht ihr das in der Gruppe oder ihr unterhaltet euch auf der Arbeit darüber, oder ihr sitzt gerade in der Mensa. Ich möchte nicht, dass ihr euch irgendwann gegenseitig die Schädel einschlägt. Von daher gibt es hier eine ganz klare Aufhellung. Leistung. Ihr kennt das vom physikalischen Begriff der Arbeit. Arbeit ist gleich Kraft mal Weg. Und so ähnlich sieht das auch bei der Leistung aus. Leistung ist gleich Aufgabe erfüllt von Fähigkeit. So. Also wenn ihr über Leistungen redet, dann seid euch klar, dass das Wort, ne, worüber ihr da gerade redet, dass das strikt im Zusammenhang oder dass das strikt aus der Erfüllung des Bedürfnisses von konkreter Aufgabe hervorgeht.
Ja. Ja, in manchen Diskussionen wird sowas vergessen. Dann heißt es nur Leistung, Leistung, Leistung. Ja, aber es gibt mehrere Leistungen, ne? So. Gut. Alles klar. Ja, zur Beantwortung der vierten Frage. Da müssen wir Zuordnung vornehmen. Und in wessen Philosophie Unterricht, das nicht ausführlich behandelt wurde. Für den gebe ich jetzt mal ein paar hilfestellende Sätze dazu. Wir nehmen uns den Nutzenkompass, wir haben die vier Nutzentypen vorliegen und dann fragen wir uns je Bedürfnis einmal durch. Hängt das Bedürfnis X mit dem vernetzten Betrieb zusammen? Klar, so ist es dem Nutzentyp Anwendung zuzuordnen. Oder hängt das Bedürfnis X mit der unterstützenden Anwendung zusammen, so ist es dem Nutzentyp Mitarbeit zuzuordnen. Ihr habt's gecheckt, ich muss euch nicht vollquatschen, weiter geht's. Jetzt machen wir dasselbe Spiel mit den Leistungen. Hängt die Leistung X mit dem Beheben von Komplikationen zusammen, so ist sie dem Nutzentyp Service zuzuordnen. Oder hängt die Leistung X mit dem Geben kreativer Impulse zusammen, so ist sie dem Nutzentyp Erlebnis zuzuordnen. Ach ja, hätte ich bei viertens beinahe vergessen. Mehrfache Zuordnungen sind bei viertens wie auch fünftens mühelos möglich. Also, braucht euch nicht von irritieren lassen, das ist ganz natürlich. So, kommen wir zur Schlusslinie, zur Ziellinie, dem Fazit. Ja, wie ziehen wir jetzt das Fazit für unseren smarten Tacker? Das ist ganz easy. Wir haben eigentlich drei Fragen, die uns beim Faziten krass helfen. Die erste: Was verbessert die Wertschöpfung? Welche bestehenden Bedürfnisse werden von welchen Fähigkeiten mit welchen effektiven Nutzentypen erfüllt? Naja, und dies besser als vorher. Also bei der Wertschöpfung, ne, da sind wir noch so, oh, da bewegen wir uns noch auf dem Status quo. Und danach geht's weiter. Zweitens, was erschließt? Was erschließt neue Werte? Anhand eines Vergleichs von viertens zu fünftens liegen noch welche effektiven Nutzentypen ungehoben? Das ist eine ganz wichtige Frage fürs Fazit. Ich hoffe, dass euch das dick helfen wird. Ja, und zum Schluss, welche smarten Fähigkeiten heben diese Nutzen, sodass unser customized Produkt exzellente Kundennähe gewährleistet? Also da haben wir dann noch ein bisschen zu rekapitulieren. Voilà. Ja, wer immer noch Fragen hat, ruft mich an. Freunde, ihr habt Fragen, ihr habt Wünsche, ich stehe euch immer zur Verfügung. Ruft mich einfach an, ich bin für euch da. Also, ich wünsche euch viel Spaß und geht erstmal locker ran. So, ihr müsst das Ding ja nicht sofort perfekt machen. Geht erstmal locker ran, insbesondere bei erstens. So, spielt erstmal. Da geht es auch um die Kreativität, da geht es um die Fantasie. So, und ihr merkt ja, wir ziehen die Daumenschnallen nur langsam enger. So, und klar muss man dann auch irgendwann, sage ich mal, so die Balance zu ernst finden, aber zu Beginn Frieda total. Also, lasst euch nicht mehr länger von mir abhalten. Ich wünsche euch viel Spaß, Freunde. Haut da rein. Peace.